Ja, servus hier vom Linzer Hauptbahnhof. Ja, es schaut so aus, als wäre es ein gewöhnlicher Railjet-Zug. Ist es auch, nur er hat hinten was Besonderes, denn er ist eigentlich der einzige Zug mit Werbung und er hat eine ganz bunte Werbung um. Von was weiß ich noch nicht genau, ich sehe es gerade jetzt erst zum ersten Mal. In Sachen Zügen bin ich ja nicht so auf der Heichen, aber haben wir gedacht, naja, filmen wir es halt auch mal. Gut, da sieht man dann schon die bunte Werbung. Ja, am Linzer Hauptbahnhof fahren ja ganz viele Züge, egal ob es jetzt der ICE oder der Railjet ist oder die Vespa. Also die fahren zum Beispiel nach Wien, nach Salzburg, nach München. Also die fahren eigentlich überall hin, wo man es halt braucht. Ja, und jetzt haben wir da gerade am Wochenende, am Sonntag, es ist relativ wenig los, auch bezogen auf den Virus. Aber sonst am Sonntag ist auch nicht allzu viel los. So, und jetzt fährt er dann schon wieder. Und jetzt zeigen wir die Werbung. Also da fängt die an, es sind zwei Züge. Beim Anzug ist die Werbung, beim anderen halt eben nicht. Ja, und das ist eine Fußballwerbung von OFB. Also es sind verschiedene Werbungen, wie zum Beispiel vom Lotto, vom Admiral, von Team, weil darf man ja nicht mehr sagen, also Magenta. Ja, und jetzt ist er gefahren. Lassen wir es noch ausreden, die nette Dame. Na gut, ja, das war's schon wieder hier am Linzer Hauptbahnhof. Und dann sage ich schon wieder Servus. So, jetzt hören wir es nur in Englisch. Aha. Interessant.